Herzlich willkommen zur 28. Runde der Steirischen Landesliga, in der der Tabellendritte FC Gleisdorf 09 den Tabellenzweiten TuS Heiligenkreuz am Wasen herausfordert. Vor Spielbeginn verabschieden die Gleisdorfer Benjamin Deuschler, der den Verein nach 250 Pflichtspielen mit 98 erzielten Toren in Richtung Volzberg verlässt. Sollte die Moorrügel-Truppe in grünen Trikots den Mannern aus Heiligenkreuz alle Punkte abknöpfen, könnte Deutsch Landsberg bereits nach diesem Durchgang mit einem Sieg in Anger den Meistertitel feiern. Aber die Gäste haben nicht vor, irgendetwas zu verschenken. Im Gegenteil, ihnen gehören die ersten Minuten mit dieser Riesenchance. Burisic verfehlt den Stangelpass von Moschensada hauchdünn. Nach 15 Minuten reißt die Heimelf das Spiel an sich. Teuschler per Kopf. Torwart Palt mit Reflex verhindert er die Führung der Gleisdorfer. Die nächste Kopfballchance nach diesem Freistoß bringt ebenfalls nichts ein. Konter von Heiligenkreuz über Moschensada. Jefsenak rauscht rechts heran und Leitner. Der Kapitän trifft nicht richtig, genau auf den Keeper. Diese rassige, mit hohem Tempo geführte Partie bietet nach schönen Spielzügen Chancen auf beiden Seiten. Der Torerfolg bleibt auch nach 45 Minuten versagt. Trotzdem können die Fans mit den gezeigten Leistungen zufrieden sein. Auch in Abschnitt 2 zeigen die Kontrahenten, warum sie zu den Spitzenteams der Liga gehören, wobei sie dem hohen Tempo des ersten Spielabschnitts Tribut zollen müssen. Auch wenn es jetzt etwas langsamer geht, die spielerische Qualität bleibt erhalten. Weil die Hintermannschaften ihre Konzentration beibehalten, ist es für die Offensivkräfte sehr schwierig, hochkarätige Möglichkeiten zu erarbeiten. Findet man einmal eine Lücke, kann sie nicht genützt werden oder es ist im letzten Moment doch wieder ein Fuß dazwischen. So geht es flott hin und her, doch die Würze, Treffer fehlen. Auch Standards bringen nichts ein. Patrick Stornig, Kopfball, daneben. Hier streicht der Ball nur um Zentimeter am Kreuzeck vorbei. Ein letztes Mal versuchen es die Gäste. Sie bleiben im engmaschigen Netz der Verteidigung hängen. Ein gutes Spiel endet nach 90 Minuten mit einem leistungsgerechten Unentschieden. Welche Bilanz ziehen die Trainer? Zweiter gegen Dritter. Beide Mannschaften spielen wirklich auf ein bisschen auf einem hohen Niveau. Und da war einfach, wenn irgendwo ein Fehler passiert, dann könnte eventuell ein Tor fallen und sonst war es eigentlich fast nicht möglich, dass irgendwas passiert. Ja, ich finde auf jeden Fall, dass es das gerechte Resultat war. Es waren zwei Mannschaften, die beide sehr gut organisiert waren und taktisch sehr gut ihr Vorhaben durchgezogen haben, also wenig zugelassen haben. Es war sicher auf beiden Seiten die Möglichkeit da, auch das Spiel für sich zu entscheiden. War irgendwie gut oder gerecht verteilt, sagen wir, die Möglichkeiten links und rechts. Ja, ein gerechtes Unentschieden aus meiner Sicht.
war auch nicht leicht für uns, weil wir viele Ausfälle gehabt haben und auch tauschen haben müssen in Richtung zweier Mannschaft, die am Wochenende auch Verstärkung braucht von uns. Also von daher ein großes Lob an meine Mannschaft, weil man die jungen Spieler, die heute auch lange Zeit am Spielfeld ihre Leistung sehr, sehr gut abgerufen haben und Anerkennung an die jungen Spieler vor allem in diesem Match da mit dem starken Gegner so Parole geboten zu haben. Ja. Ja, wenn wir jetzt von den Heimspielen reden, es war unser letztes Heimspiel, wir haben auch kein einziges Heimspiel verloren, wir haben zweimal 0-0 gespielt zu Hause, die restlichen Spiele haben wir gewonnen. Also wir sind mal ungeschlagen im Frühjahr, wir waren auch bis vorige Woche noch die beste Frühjahrsmannschaft, jetzt haben wir gegen die zwei Ersten und Zweiten gespielt und haben doch Punkte lassen, aber sind noch immer im Rennen um die beste Frühjahrsmannschaft, also wir können eigentlich mit der Rückrunde recht zufrieden sein. Natürlich ist nicht alles optimal verlaufen, hätten vielleicht da oder dort noch mehr rausholen können. Aber wir haben auch viel Verletzungspech gehabt, viele Ausfälle gehabt über die ganze Saison. Und von dem her muss man eigentlich schon positiv bilanzieren und sagen, es war eine sehr gute Rückrunde und vor allem auch jetzt hier daheim eine ungeschlagene Rückrunde. Ja. Brennpunkt Landesliga, nächste Woche mit TuS Heiligenkreuz am Wasen gegen SV Anger. Es bleibt weiterhin spannend.